Tom's Talktime, Folge 537. Mach es. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem, nein, nicht aus einem exotischen Land, sondern diesmal sind wir auf Heimatbesuch. Wir sind momentan in Deutschland, aktuell im hohen Norden in Kiel und meine Leitung geht etwas weiter in den Süden, genauer gesagt nach Heidelberg. Bei mir im Interview ist nämlich heute der Stefan Schlegel. Stefan, schön, dass du dabei bist. Hallo. Hallo Stefan. Stefan, du bist ein ziemlich irrer Kerl, was Sport angeht. Du bist damals so ein bisschen laufen, ein bisschen schwimmen gegangen und so weiter. Das war so dein Hobby. Und genauer gesagt, hast du etliche Male den Ironman auf Hawaii gemacht, also wirklich ein richtiger Hardcore-Triathlet. Du fährst auch nicht nur ein bisschen Fahrrad mittlerweile, sondern du machst mal eben so kleinere Rennen mit, mal eben quer durch Amerika über 5000 Kilometer und solche Sachen, also total crazy. Und hast das dann letztendlich natürlich auch zu deinem Beruf gemacht. Das heißt, du bist Personal Trainer, du hast eine ziemlich große Personal Training Agentur in der Rhein-Neckar-Region aufgebaut und dort betreust du wirklich Führungskräfte von Top-Unternehmen, also verschiedenen DAX-Unternehmen und so weiter. Und da bist du verantwortlich praktisch für den Trainingserfolg deiner Klienten und gibst denen praktisch das mit, was du selber vorgelebt hast. Ist das so als grober Überblick über dich richtig? Absolut richtig, jawohl. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das passt. Sehr, sehr gerne. Cool, da bin ich schon mal zufrieden, weil das ist natürlich für mich immer der schwierigste Part, das auf den Punkt zu bringen, so eine kurze Zusammenfassung. Aber das war natürlich wirklich nur eine Zusammenfassung. Erzähle mal ein bisschen mehr über dich, vielleicht kurz was Privates. Wer ist der Stefan privat? Und dann nochmal was über dein Business. Was machst du da jetzt konkret? Ja, wer bin ich privat? Ich werde dieses Jahr 42, also die Hälfte meines Lebens habe ich jetzt erlebt und bin seit 1,5 Jahren Papa eines kleinen Sohnes, also komplett neues Abenteuer hat begonnen. Und das ist im Prinzip privat. Also meine Familie ist mein Privatleben und mein Sport auch, das ist mein Hobby, auch wenn es vielleicht etwas längeres Hobby ist wie andere, aber das ist meine Leidenschaft. Und beruflich, ja, hast du eben im Prinzip perfekt zusammengefasst. Ich bin seit fast 20 Jahren jetzt Personal Trainer. Das heißt, als ich angefangen habe, gab es weder den Markt noch die Nachfrage damals in Deutschland. Und ich war einer der Ersten. Das ist im Prinzip. Und was wir machen, wir betreuen halt Führungskräfte, wobei wir extrem großen Wert legen, den Menschen wirklich zu helfen und vor allen Dingen nachhaltig. Also bei uns gibt's nicht irgendwelche tollen Produkte, Online-Produkte oder sonst was, wo man irgendwas abtrainiert, sondern wir reden halt wirklich eins zu eins mit den Menschen und für uns ist halt vor allen Dingen wirklich die Nachhaltigkeit wichtig. Und wir sind extrem stolz darauf, unsere Klienten sind so alt wie noch nie, aber auch so fit wie noch nie. Das ist schon mal gut, das ist richtig. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Also ist jetzt einer, der dann einfach sagt von wegen, oh, ich sitze zu viel, aus meinem Sixpack ist ein One-Pack geworden und der Waschkorb wird immer größer, den ich mitschieb und der muss jetzt weg? Oder was ist dieser Hauptantrieb eurer Klienten? Ja, leider ist es die ästhetische Herkunft. Also, dass die Leute halt sagen, ja, ich möchte optisch etwas verändern, wobei wir halt eben primär Führungskräfte betreuen und da ist halt oftmals wirklich auch der gesundheitliche Aspekt. Also die Klienten, sei es irgendein Vorstand oder ähnliches, haben halt jahrelang hart gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo sie beruflich sind, aber eben auf Kosten ihrer Gesundheit. Und da setzen wir dann eben an, dass wir sagen, okay, lass uns Folgendes machen, wir machen dich gesünder und fitter und nebenbei wirst du so optisch dich verändern, wie es für dich angenehm ist. Was sind so die Hauptprobleme? Gesundheitlicher Herkunft meinst du jetzt? Genau, ja. Ja, also meistens ist sowas wie Richtung Bluthochdruck, muskuläre Verkürzungen, teilweise auch Diabetes, Übergewicht, Fettleibigkeit, also die klassischen Wohlstandskrankheiten, nenne ich es jetzt mal. Wie kriege ich sowas wie Bluthochdruck und Diabetes durch Sport in den Griff? Beides ist ja feststellbar und durch ein stärkeres Herz-Kreislauf-System zum einen und eben was bei den meisten halt ist, sie haben signifikant zu wenig Gesamtmuskulatur. Also die Skelettmuskulatur ist meistens einfach viel zu wenig vorhanden
Und da setzen wir halt eben an, dass wir den Leuten, also jetzt nicht die Menge an Muskulatur, sondern die Masse an Muskulatur erhöhen, damit sie eben dadurch automatisch auch den Körperfettanteil reduzieren, das Blutbild verbessert sich, das Herz wird stärker und dadurch können sie eben die blutdrucksenkenden Mittel absetzen oder gar sogar eben die Insulinspritzerei oder ähnliches absetzen. Oh, echt? Ja, absolut. Also wir hatten mal einen Klienten, der hatte wirklich Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und war Alkoholiker. Und ein halbes Jahr später alles Top-Werte. Alles top. Krass. Innerhalb von einem halben Jahr. Ja, also das, der hat sich über Jahre quasi das Negativ, die Negativspirale angeeignet und haben wir dann eben über ein halbes Jahr konsequentes Training. Man fängt natürlich extrem niedrig an. Ich meine, das, diese Big Five oder Big Four sind halt schon ordentlich. Aber das ist das Personal Training, was wir halt eben anbieten, dass wir sagen, wir schreiben die Trainingspläne komplett immer neu und weil jeder Mensch ist anders, also trainier nicht irgendwie, du bist doch nicht irgendwer. Ja, ja, das ist absolut richtig. Also da habe ich auch schon mit einigen Leuten Diskussionen geführt, wenn es halt darum geht, von wegen über irgendwelche Online-Kurse, von wegen, ja, dein Sixpack in 6 Wochen oder was es da nicht alles gibt, wo ich mir denke, so wegen, naja, wenn das echt so einfach wäre, so dieses One-Size-Fits-All, das gibt's vielleicht noch bei irgendwelchen Mützen oder sowas, die ich mir über den Schädel ziehe, weil das ungefähr gleich ist. Aber bei Sport sehe ich das genauso wie du. Also das ist, jeder ist so individuell, da muss man auch individuell rangehen. Ja, wir erfinden ja die Übung nicht neu. Das ist es ja nicht. Eine Kniebeuge bleibt eine Kniebeuge und ist die Königsübung. Das ist klar. Aber was wir halt eben anders machen und das darunter entscheiden wir uns, wir machen einen Eingangstest, der überragend detailliert ist. Das ist das eine und sehr vielseitig ist. Und das andere ist, wir hören den Menschen wirklich zu. Also warum willst du ein Sixpack? Was ist daran so toll im Vergleich zu deinem One-Pack? Und dann kommt oftmals wirklich raus, dass es irgendwann Probleme aus der Kindheit oder sonst was gab. Also wir gehen wirklich, also ich bin auch ausgebildeter Coach. Das heißt, wir gehen auch wirklich in die Tiefe und dadurch, dass wir in die Tiefe, in Klammern in die Vergangenheit auch gehen, erschaffen wir einen viel einfachen Weg in die Zukunft. Ja. Und one size, ganz klar, also die Kunst ist nicht die richtige Übung zu finden, sondern die Kunst ist die richtige Übung für den richtigen Klienten im richtigen Moment in der richtigen Intensität zu finden. Ja, das ist richtig, das stimmt. Und dann ist es ja bei unseren Klienten so, sie haben ja wirklich wenig Freizeit. Also das ist jetzt nicht so, sie haben nicht wenig Zeit, sie haben 24 Stunden wie du und ich, aber sie haben sehr wenig Freizeit und wir haben uns eben darauf spezialisiert, in möglichst kurzer Zeit viel zu bewirken. Weil ich bin jemand, ich hasse es echt abgrundtief ineffizientes Training. Also so rumgegurke, das geht gar nicht. Und deshalb würde ich das auch nie mit unseren Klienten oder mein Trainerteam mit unserem Klienten machen. Also das heißt, wir haben uns darauf spezialisiert, wenn du einen Reiz auf den Körper setzt, setz ihn unmissverständlich. Und die Kombination aus dem Ganzen macht uns so erfolgreich. Okay. Wie lange, du hattest vorhin jetzt gesagt, mit das Beispiel, der alles mitgenommen hat, hier mit Bluthochdruck, Diabetes, Alkohol und so weiter, dass der nach einem halben Jahr recht gesund wieder dastand und die ganzen negativen Dinge losgeworden ist. Wie viel Zeit hast du jetzt beispielsweise bei diesem Klienten reingesteckt? Oder beziehungsweise nicht du, sondern wie viel musste er in das Training reinstecken pro Woche? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir kamen in Summe auf 3 Stunden in der Woche. Oh, das ist nicht so viel. Nee, okay, also ich hätte es mehr noch nicht mal auf 3 Tage verteilt, ne? Sondern einfach auf 7 Tage in Summe 3 Stunden. Ja, mehr war das nicht. Ja. Überhaupt nicht, nee. Cool. Aha. Weil das ist ja auch oft immer so ein Ding, wenn man halt mit Leuten spricht über Sport, die dann sagen, also es gibt eigentlich so 2 Dinge. Einmal ist ja dieses von wegen, ich habe keine Zeit. Und das andere ist, ich habe keinen Bock zu joggen, macht mir keinen Spaß. Ja. Das sind ja meistens so diese typischen Vorurteile von wegen, wenn du abnehmen willst, musst du joggen gehen und solche Sachen. Ne? Das hört man ja immer wieder. Ja, ja, ja. Also, ja, wie siehst du das? Nein, also absolut. Drehen sich gerade die Fußnägel. Warte, jetzt sind sie wieder so, wie sie noch hingehören. Nein, also erstmal keine Zeit. Wir haben Trainingsprogramme, die gehen ab 4 Minuten. Also 4 Minuten hat jeder Mensch Zeit und das ist wissenschaftlich erwiesen worden. Dieses 4-Minuten-Programm ist effektiv wie 1 Stunde. So, wenn du jetzt 20 Minuten trainierst, hast du theoretisch 5 Stunden Training in 20 Minuten absolviert. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, das Training wird immer dort bei uns angesetzt, wo das aktuelle Leistungsniveau auch ist.
Also das ist ja entscheidend. Du kannst ja nicht einen Anfänger Übung geben, die sonst ein Fortgeschrittener oder ein Olympionike macht. Nur weil irgendwie ein Profi-Bodybuilder diese Übung macht, kannst du das ja unmöglich dann eins zu eins übertragen. Und das Zweite ist, ich würde niemals zu einem sagen, der sagt, ich mag nicht joggen, dass er joggen soll. Das ist, macht's doch dann nicht. Und wenn, dann macht es doch nicht nachhaltig. Genauso, jetzt verrate ich ein Geheimnis. Ich hoffe, es bleibt unter uns beiden. Bleibt unter uns. Ich verrate es nicht weiter. Danke. Ich bin Kuchen-Junkie. Das heißt, ich kann 24 Stunden am Tag Kuchen essen. Oh je, okay. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du darfst keinen Kuchen mehr essen, ja, dann ist meine Lebensqualität doch für mich persönlich gegen null. Klar. Und genauso ist das beim Klienten, wenn er sagt, du, weiß ich, mein Glas Rotwein am Abend, das bedeutet für mich Entspannung. Ich sitze mit meiner Frau irgendwo auf der Terrasse oder sonst wo und wir entspannen. Ja, da kann ich doch nicht als guter Personal Trainer sagen, darfst du nicht mehr, weil du bist ja dick. Ja. Quatsch. Ja. Der will doch sein Leben, der vertraut uns doch seine Gesundheit, seinen Körper an, um seine Lebensqualität zu steigern. Da kann ich ihm doch nicht was wegnehmen, was er liebt. Ja, das machen leider viele, die dann halt sagen, du isst jetzt nur noch Salat und trinkst nur noch grüne Smoothies oder sowas, ne? Wo man denkt so, ja, ich meine, so ein bisschen Salat mal zwischendurch mit rein ist ja okay, aber so von morgens bis abends muss ja auch nicht sein. Absolut, bin ich ganz bei dir. Das kann und es funktioniert für diesen Quickie, wo du sagst, okay, in 12 Wochen zum, was weiß ich, Waschbrett oder was auch immer. Ja. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen nachhaltig. Wir wollen, dass die Menschen wirklich so alt werden, wie sie es irgendwie nur schaffen. Aber bis zur Urne quasi wirklich noch aktiv sind. Also Turne bis zur Urne quasi. Dass sie wirklich, dass ihr Körper ihrem Geiste nicht im Wege ist, sondern den Geist unterstützt oder motiviert, mehr zu machen. Ja. So soll es sein. Ja. Das stimmt. Was ist für dich jetzt so das Beste an deiner Tätigkeit? Was begeistert dich an dem, was du tust? Weil ich meine, dass es dich begeistert, das spüre ich einfach schon vom Reden. Aber die Frage ist, warum begeistert es dich? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Es begeistert mich deshalb, weil ich spüren kann, dass ich Menschen wirklich, oder ich mag dieses Wort, wirklich helfen kann. Das ist, ich bin dabei, eine Lebensstilveränderung. Und durch meine fast 20-jährige Erfahrung weiß ich, wenn er diesen Weg weitergeht, der wird einen neuen Horizont erleben, dass es nicht the sky is the limit, nothing is the limit quasi wirklich. Mhm. Und das ist so gigantisch, wenn du einen Menschen erlebst, der frustriert, unzufrieden zu sich kommt, also das ist nicht genial, aber dann mit ihm gemeinsam diesen Weg gehst und eine Führungskraft hat das Verständnis dafür, dass sie sich einen Profi für verschiedene Bereiche sucht. Und da wird auch nicht diskutiert, wenn ich sage, komm, heute machen wir hier, weiß ich, die und die Übung, dann sagen sie, okay, dann machen wir es, weil du bist der Profi, dir vertraue ich. Und diese Zusammenarbeit, die macht einfach Spaß, weil man sich auf einem hohen Niveau gegenseitig wertschätzt und gemeinsam diesen Weg geht. Es ist so schön, einen Menschen dabei zu begleiten, wenn er glücklicher wird. Das ist alles im Prinzip. Das ist alles gut gesagt. Ich finde, das ist ein ziemlich großes Warum. Ja. Also ich finde das geil. Ja. Wie viele Stunden arbeitest du persönlich ungefähr pro Woche? Kannst du das sagen? Arbeit, ja. Was ist Arbeit? Ist das Fachbuch lesen auch Arbeit? Dann sind es locker 50, 60 in der Woche. Weil für mich ist halt eben wichtig, dass ich immer auch auf dem neuesten Stand bin und meinen Horizont erweitere. Weil aus meiner Sicht ist Personal Training die intimste Dienstleistung, die es gibt. Ich weiß von meinen Klienten so viele Dinge wie nicht mal der eigene Arzt oder der eigene Partner oder die Partnerin. Und von daher, ich würde schon wirklich sagen, 50, 60 kann es schon die Woche werden. Ja, ich stehe meistens irgendwo so um 5 Uhr auf und gehe halt irgendwo um 22 Uhr oder so wieder ins Bett. Und dazwischen ist fast quasi Highlight die ganze Zeit. Ja. Aber das ist halt das Schöne und gerade diese Gegenfrage, die du mir gestellt hast, von wegen, ist Fachbuchlesen denn jetzt auch Arbeit? Mhm. Sondern wegen, was gehört alles dazu? Da merkt man halt richtig bei dir, dass wenn jemand mit Leidenschaft dabei ist, dann ist es keine wirkliche Arbeit, sondern ich würde es ja so oder so machen. Ich würde ja so oder so das Buch lesen. Man macht es einfach, weil es geil ist. Absolut. Und irgendwie denkt man, boah, was ist das denn für eine geile Idee? Nee, so kann ich sie nicht anwenden. Aber vielleicht könnte ich, wenn ich es umgehe, geiler. Ich bin schon wieder voll in meinem Element.
Ja, genau. Und das finde ich ist der große Unterschied von in Anführungsstrichen normal Angestellten, die irgendwo einen 9-to-5-Job haben, wo eben nicht die Leidenschaft drin liegt. Die gucken halt auf die Uhr und von wegen um 5 Uhr fällt der Hammer. Man geht raus, um dann endlich das zu tun, was man will. Und bei Leuten wie bei dir und mir ist das halt, wir stehen halt auf und machen halt das, was wir wollen, was Spaß macht. Ja, absolut, ja. Wie und womit verdienst du denn dann jetzt ganz konkret dein Geld? Ist das bei einem Personal Training muss ich mir das wirklich als quasi 1:1 Betreuung permanent vorstellen, die dann auch bezahlt wird pro Stunde oder pro Projekt oder wie funktioniert das bei dir? Also im Prinzip ist es so, dass die Klienten bei uns sogenannte Zeitpackage buchen. Das heißt, sie haben, bei uns geht es immer so ein Jahr im Regelfall. Also ich nenne es mal die Vertragslaufzeit ein Jahr. Und sie haben dann eine Stundenanzahl X zur Verfügung, die ihnen ein Personal Trainer permanent zur Verfügung steht. Und das wird dann eben quasi dann honoriert. Und da ich jetzt nicht mehr oder nur noch ganz, ich habe nur noch 2 oder 3 ausgewählte Klienten, die ich selber betreue, der Rest macht mein Team. Das eine Klientenpärchen ist ein Ehepaar, die einfach extrem enge Freunde geworden sind. Und den anderen Klienten, den betreue ich jetzt seit fast 12 Jahren 2-mal die Woche. Also seit 12 Jahren sind wir zusammen. Und das sind die einzigen, die ich selber noch betreue. Und im Prinzip, ich verdiene quasi daran, wenn der Klient uns, also Contigo Personal Training, so heißt meine Firma, bezahlt, kriege ich einen Anteil davon ab, was der Trainer halt eben nicht bekommt. So, also man sich das jetzt mal ein bisschen umständlich erklärt, aber vorstellen. Klar, ja, okay. Wie viel Trainer hast du jetzt mittlerweile im Team bei dir, bei Contigo? Wir haben einen Standort, wo wir arbeiten und dann arbeiten wir noch in der Rhein-Neckar-Region, wo wir halt eben sind. Da habe ich in Summe sind es 4 Trainer, mit mir sind es 5, die halt quasi dort arbeiten. Also das heißt, ihr arbeitet wirklich lokal. Also ist jetzt, wenn jetzt eine Führungskraft in Hamburg sitzt oder in München, dann ist das nichts für euch sozusagen. Jein. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir eben über Skype das jetzt seit diesem Monat auch anbieten. Ich habe mich da Jahre gegen gewehrt, aber weil ich einfach ich muss die Menschen, ich bin Kinästhetiker, ich muss alles anfassen, deshalb wahrscheinlich auch der Beruf. Und sonst wäre ich Masseur wahrscheinlich geworden. Und habe ich gesagt, komm, die Anfrage ist so groß, dass wir einfach da die Leute auch betreuen wollen. Und ich will halt, das ist so ein bisschen meine Gründerstory, jedem Menschen helfen, der zu mir kommt. Was natürlich schwierig ist. Ja, absolut. Und ich biete ja auch an, dass also manche Klienten oder manche Interessenten wollen dann eben, was weiß ich, so ein Bootcamp oder im Urlaub 2-3 Wochen Betreuung. Sowas mache ich dann auch, dass ich mit denen dann irgendwo in einen Club oder in ein Hotel oder auf die private Finca oder ähnliches fliege und dann dort mit denen quasi so ein Coaching 2-3 Wochen mache. Jetzt hattest du gerade gesagt, dass du so eine Handvoll Klienten noch selber betreust und es sind so Zahlen gefallen wie seit 12 Jahren und von wegen und die anderen sind wirklich schon gute Freunde geworden. Wie funktioniert das dann bei dir? Weil ich höre halt immer wieder von Leuten, die sagen, naja, wenn sich die Beziehung zwischen dem damaligen oder immer noch Kunden, was vorher eine rein geschäftliche Beziehung war, eine freundschaftliche Beziehung ist, dass sich viele Leute damit dann unheimlich schwer tun, weiterhin Geld von dem Kunden beziehungsweise mittlerweile Freund zu nehmen. Wie ist das bei dir? Wie handelst du das? Also diese Problematik habe ich gar nicht, weil auch von Bekannten würde ich ab einem gewissen Punkt für meine Dienstleistung Geld verlangen. Oder eine Gegenleistung. Mhm. Sagen wir mal eine Gegenleistung. Und die variabelste Gegenleistung ist halt Geld, weil das ist das einfachste Tauschmittel. Und die Klienten, das ist eben das Schöne bei der Zielgruppe, die wir betreuen. Also das steht gar nicht zur Debatte, dass irgendwie, wir kennen uns jetzt so gut und du warst bei meiner Hochzeit dabei oder wir waren dort. Nee, das eine ist das und das andere ist das und das kommt auch nie zur Debatte. Und und wenn es käme, würde ich auch sagen, du ganz klar, also wir sind auf der einen Seite sind wir befreundet, ja,
Und auf der anderen Seite haben wir eine Geschäftsbeziehung. Das ist das, was ich meinte mit respektvoll auf Augenhöhe der Umgang. Da kommt ja nicht einfach der Klient an und sagt, naja, hör mal, also jetzt bin ich 8 Jahre bei dir, jetzt können wir mal ein Jahr für Umme machen oder sowas. Ja. Überhaupt nicht. Fände ich auch unverschämt. Oder auch zu sagen, du, ich bin jetzt 3 Jahre bei dir, können wir nicht mal den Preis reduzieren. Natürlich können wir den Preis reduzieren, wenn ich die Qualität reduziere. Das heißt, irgendwann höre ich mittendrin auf, im Satz zu reden oder gebe dir Übung, dass du den Körper kaputt machst. Wenn das passt, machen wir es so. Also, das ist das Schöne. Okay, find ich gut. Mhm. Ja. Weil genau das ist halt dieser Punkt, was du halt gesagt hast, auch dieser Respekt und so weiter, das sind so viele Dinge, die da mit reinfließen, von daher fand ich das super, dass du das auch nochmal wirklich so ausgeführt hast, gedacht habe, ja, mehr, genau so soll es sein. Ja. Cool. Was ist so deine Marketing-Geheimwaffe? Also wo generierst du deine neuen oder eure neuen Klienten her? Jetzt hast du voll ins, ins Herz getroffen. Von dem einen, unsere Klienten sind ungefähr, der Schnitt ist, glaube ich, 3,5 Jahre bei uns auf jeden Fall. Also der Großteil ist 3 bis 11 Jahre bei uns. So, jetzt haben wir eine gewisse begrenzte Anzahl an Stunden, weil bei uns ist es ja Zeit gegen Geld. Und von daher müssen wir gar nicht so viele neue Klienten bekommen, weil auf hinten fallen nicht so viele runter. Deshalb muss ich vorne nicht wie im Fitnessstudio die Marketingmaschine rollen, weil ich hinten so eine hohe Fluktuation habe, sondern die Leute sind begeistert, sind zufrieden, haben Erfolge und bleiben gerne bei uns. Das ist erstmal so die Luxussituation, die wir uns erarbeitet haben, muss ich ganz klar dazu sagen. So, und auf die Ursprungsfrage zu kommen, im Prinzip ab und zu kommt mal einer und sagt, du, ich kenne deinen Nachbar, also Empfehlungsmarketing. Durch meinen Podcast kommen die ein oder anderen gelegentlich. Aber im Prinzip, ich sag's mal ganz offen, da habe ich so ein bisschen Nachholbedarf. Okay. Ja gut, aber wenn es gut funktioniert, wenn ihr ausgebucht seid, dann hast du in meinen Augen keinen Nachholbedarf, weil es funktioniert ja. Was bringen dir, keine Ahnung, 100 Neukunden am Tag, wenn du halt nur einen annehmen kannst? Absolut. Also da hast du recht. Ja. Wobei wir sind nicht ausgebucht. Also wir werden auch nie ausgebucht sein, weil ich das vorher abbinde. Weil ich habe für mich gesagt, ich will maximal 80% Auslastung haben, um eine zeitliche Flexibilität jedem Kunden oder Klienten bieten zu können. Weil das ist eines der Hauptschwierigkeiten in dem Job unserer Klienten, diese zeitliche Unflexibilität. Ja, das ist auch wichtig, das stimmt. Du hast gerade erwähnt Podcast. Wie heißt denn deine Podcast-Show? Die müssen wir natürlich auch hören. Ja, die heißt Effizient, Gesund, Nachhaltig. Okay, also Effizient, Gesund, Nachhaltig. Das verlinken wir natürlich auch noch mit in den Shownotes. Das ist klar. Dann würde ich mich noch gerne mit dir unterhalten. Wir haben ja am Anfang so darüber gesprochen, bei dem Intro, dass du so ein bisschen Rad fährst und so. Ne? Wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Wie kommt ein normaler Mensch darauf, der, also wenn ich so an meine Lehrzeit zurückdenke, meine Ausbildungsstätte, die war ungefähr 15 Kilometer entfernt. Und dann bin ich im Sommer immer mit dem Rad gefahren und habe mir gedacht, boah, geil, topfit, 15 Kilometer mit dem Rad und war aber auch teilweise dann echt fertig, wenn ich angekommen bin. Und wenn ich dann sowas sehe, 5000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Wie kommt man auf sowas? Also ich glaube, ganz normal war ich nie. Das habe ich festgestellt in der Jugend. In der Jugend habe ich Fußball gespielt. Und das Schönste beim Fußball für mich waren die Strafrunden. Ich habe es geliebt zu laufen. Okay. Ich war auch immer vor dem Trainer bei den ganzen Vorbereitungsläufen und während dem Spiel bin ich immer das ganze Feld hoch und runter gerannt. Ich habe es geliebt, wie Forrest. Ich habe es geliebt zu laufen. Ja, und so kam ich dann irgendwann vom Fußball zum Marathon. Da läufst du halt noch mehr, fand ich noch besser. Und der größte Ausdauersportler für mich ist nach wie vor der Triathlet, weil du musst 3 Sportarten beherrschen. Und da habe ich gesagt, ich will einmal in meinem Leben einen Ironman schaffen. Und habe es dann eben mich darauf hintrainiert und entsprechend auch geschafft. Und dann, wie man so dann ist, wenn man einmal in der Maschinerie, in der Droge, nenne ich es jetzt mal Triathlon, Langstreckentriathlon, Ironman drin ist, dann willst du mal zur Weltmeisterschaft. Also du willst einfach nach Hawaii.
Also habe ich dann noch mehr trainiert und noch besser trainiert und wurde besser und habe mich dann dafür qualifiziert und war dann eben 2010 bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii dabei. Und ein ganz kurzer Sprung, ich habe eine Löffelliste. Ja, kennst du sicherlich, ne? Also Dinge, die du erleben willst, bevor du den Löffel abgibst. Und vor vielen Jahren, während dieser Triathlon-Zeit, hat mich ein Kumpel mal gefragt, ob ich mit ihm das Race Across America im Team fahren will. Und ich so, was ist das? Er so, ein Radrennen. Ich so, jo, mach ich. So, mehr wusste ich darüber nicht. Und das kam leider nie zustande, weil es einfach finanziell für uns Europäer sehr kostspielig ist. Aber ich hatte es auf dieser Liste geschrieben. Gott weiß, was mich dazu gebracht hat, dass ich das Ding da drauf schreibe. Jetzt war ich im Oktober 2010 über die Ziellinie auf Hawaii und habe gesagt, cool, wieder ein Lebenstraum erfüllt. Also mir geht es nicht darum, höher, schneller, weiter, sondern ich will mein Leben von Bullet Point zu Bullet Point mit Highlights spicken. Und das sind die Dinge, die auf dieser Löffelliste stehen. Und da stand dann eben Race Across America drauf. Da habe ich drauf geguckt. Ich so, was ist das? Keine Ahnung. Nochmal recherchiert. Ach ja, ein Radrennen durch USA. Mache ich. Bin fit. Mache ich. Jo, und dann habe ich erstmal herausgefunden, wie schwer das Ganze sein wird und so weiter. Und so bin ich zu diesem Rennen gekommen und bin das dann quasi jetzt dreimal gefahren in der Solo-Kategorie. Krass. Das bedeutet, du startest in Oceanside, Kalifornien, also an der Westküste. Und hast maximal 12 Tage Zeit, um nach Annapolis, Maryland an die Ostküste zu kommen. Mit dem Fahrrad. Beim ersten Mal, naiv wie ich war, klar, cool, will ich machen, habe ich geschafft. Dann kam ich völlig fertig. Also du hast natürlich ein Team dabei, das dich betreut, ne? Also für Essen und so weiter. Völlig übermüdet kam ich irgendwie nach 11 Tagen an und habe gesagt, ja, lange Radfahren kannst, wäre schön, wenn du auch mal schneller wärst. 2 Jahre später war ich wieder am Start mit dem Ziel, deutscher Streckenrekord wollte ich fahren. Das würde bedeuten unter 10 Tage. Das habe ich nicht geschafft, weil ich einen extrem schweren Sturz gleich am Start hatte. Bin aber angekommen und wurde Gesamtfünfter. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn du Fünfter, dann willst du das Ding gewinnen. Und weil ich bin immer so einer, ich will ausloten, zu was bin ich fähig. Also es geht mir nicht darum, den Titel zu haben. Darum ging es mir nie. Sondern mir ging es darum, so herauszukriegen, für wie viel bin ich leistungsfähig. Körperlich und vor allen Dingen mental. Ja. 2016 war das. Da musste ich leider in der Mitte vom Rennen dann abbrechen, aufgrund von Knieschmerzen. Und da war es dann eben so, die Strategie war ganz klar. Die ersten 35 Stunden fahre ich nonstop durch, ohne Pause. Schlaf 45 Minuten, fahr 23 Stunden, schlaf 45 Minuten, fahr 23 Stunden. Und so ist dann im Prinzip, wenn du vorne mitfahren willst, fährst du quasi 22, 23 Stunden am Tag und schläfst maximal eine Stunde pro Tag. Okay, krasse Nummer. Wie hält man das durch auf 10 Tage? Ich meine, das mal für 2-3 Tage, okay, das lasse ich mir eingehen. Aber auf 10 Tage? Ja, spontan ist die Antwort, ich weiß es nicht, aber es funktioniert. Ja, also ganz, ja, so nee, ganz ehrlich, ist einfach nur Kopfsache. Also ich bin davon überzeugt oder meine Erfahrung, der Kopf macht immer zuerst schlapp. Und wenn du lernst mit Techniken, also ich habe Techniken gelernt, wie du einen Willen stärken kannst. Und wenn du Techniken lernst, eben, die dich auf verschiedene Rückschläge, die definitiv kommen werden, wie Schmerzen, Unlust, Müdigkeit oder was auch immer in diesem Rennen, dich drauf einstellst, dann bist du zu noch mehr leistungsfähig. Also du bist nicht zu mehr leistungsfähig, du begrenzt dich nur nicht. Also ich sehe das immer so, jeder hat 100%, nur viele rufen nur 30% ab. Das heißt, du bist dann nicht leistungsfähiger, sondern du rufst einfach nicht dein volles Potenzial ab. Ja. Ja, das stimmt. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung oder von, wir hatten ja auch mal eine Outdoor-Firma gehabt und ich war auch viele Jahre bei der Bundeswehr und so weiter und da bei bestimmten Trainings war es halt auch, da hat man richtig gemerkt, wie viele, wo du eigentlich schon im Vorfeld sagen konntest, okay, der und der, die werden wahrscheinlich schlapp machen, nicht weil sie nicht mehr können, sondern weil einfach der Kopf abschaltet und weil die dann der Kopf zumacht. Ganz kurz noch zu dem Ironman Hawaii. Sag nochmal ganz schnell die Distanzen. Was bedeutet das, ein Ironman auf Hawaii mitzumachen? Also von den Distanzen 3,8 Kilometer Schwimmen im Meer, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon von 42 Kilometer Laufen.
Okay, wie lange hast du dafür gebraucht für das Ganze? 10 Stunden etwas. Also ganz relativ entspannt, sage ich jetzt mal. Ja, doch, wirklich, pass auf. Also das ja, nein, das soll jetzt gar nicht überheblich klingen, sondern für mich war... Nee, klingt es auch nicht. Es klang irgendwie lustig, so wegen ganz entspannt. Weil, ich habe für mich gesagt, mein Traum war, dort starten zu dürfen. Du musst dich ja dafür qualifizieren. Also du musst ein anderes Rennen. Ich habe mir das Rennen in den Ironman in China. Also Ironman ist ja nur eine Marke, wie Opel, Ford, Audi. Und der Ironman auf Hawaii ist der älteste und der erste, ja, im Prinzip Langstrecken-Triathlon. Den hat irgendwann die Firma Ironman für sich quasi gekauft, sage ich jetzt mal. Und es ist immer ein Triathlon. Ein Triathlon ist immer Schwimmen, Radfahren, Laufen. Immer in der gleichen Reihenfolge. Und der Ironman ist letztendlich nur eine Marke. Mehr ist das nicht. Es ist aber der Obermythos. Und du kannst nur auf Hawaii starten, wenn du dich bei der Marke Ironman bei einem anderen Langstrecken-Triathlon qualifiziert hast. Also eine richtig geile Marketing- und Geldmaschine ist das. Also richtig genial. Leider habe ich keine Anteile an dieser Firma. Und du musst dich dafür qualifizieren. Und als Qualifikationsrennen habe ich mir den Ironman of China rausgesucht. Und habe mich dann eben qualifiziert. Und mein Traum ist ja schon in Erfüllung gegangen. Ich darf starten. Und da war ich so entspannt, dass ich eine Minute vor dem Start noch auf Steine am Meer saß und mich mit Zuschauern unterhalten hat und ich so, oh Mist, ich muss gleich losschwimmen. Ja. Und gegen Ende, so die letzten 5 Kilometer, hat dann ein anderer Athlet gemeint, komm, lass uns Dampf machen, dann schaffen wir es noch unter den 10 Stunden. Ich so, nee, lauf will ich gar nicht, ist mir völlig egal. Und ich bin dann wirklich die letzten 2 Meilen hat meine damalige Partnerin, jetzige Frau, mir die Deutschlandflagge in die Hand gelegt oder Hand gegeben und ich bin ganz langsam getrabt und habe jeden Meter aufgesaugt. Es war das Genialste, was ich hätte machen können. Als über diese, du kennst doch die bestimmt, die einen Marathon in 5 Stunden 37 laufen, aber die letzten 100 Meter so sprinten, als wenn sie Usain Bolt auf 100 Meter überholen wollen. Ja, und genau das wollte ich vermeiden. Ja. Ich habe das voll aufgesaugt. Und deshalb entspannt oder locker. Ja. Das meinte ich damit. Cool. Nicht schlecht. Nochmal zurück zu deinem Unternehmen. Jetzt ist ja als Unternehmer, gibt es ja nicht nur schöne Seiten. Ne? Es gibt ja nicht nur von wegen, wir machen nur das, was wir wollen und fahren das Geld in Schubkarren nach Hause, sondern es gibt ja auch mal Momente, wo man sich denkt, warum im Himmels Willen mache ich das überhaupt? Weil man irgendwie einen großen Fehler gemacht hat, irgendwas hat nicht geklappt und so weiter. Was war so bisher dein größter Fehler, den du als Unternehmer gemacht hast und wie ist es dazu gekommen? Oh, das ist relativ schnell zu beantworten. Ich habe die Rolle des Unternehmers zu spät eingenommen und zu lange als Fachkraft nebenher noch gearbeitet. Was meinst du mit nebenher in deinem eigenen Unternehmen oder wirklich auch extern noch irgendwo als Angestellter? In meinem eigenen Unternehmen neben der Position des Unternehmers als Fachkraft noch gearbeitet. Ah, okay. Okay. Also ich habe zu viele Jahre reine Fachkraft, also der reine Personal Trainer war ich, bin zu spät in die Rolle des Unternehmers geschlüpft und habe dann noch zu viel nebenbei als Personal Trainer gearbeitet. Okay. Und dadurch kannst du natürlich nicht so wachsen, wie das Potenzial in deinem Unternehmen ist. Das stimmt. Das heißt, was wäre besser gewesen? Aus meiner Sicht rückblickend, Steve Jobs, Connecting the Dots, wäre es ganz klar gewesen, viel früher Personal zu suchen, das diesen Job und diese Mission und Philosophie lebt, die wir haben, und mich mehr darum zu kümmern, dass die Strukturen stärker sind, besser sind, flüssiger sind. Und diese ganzen Sachen, also am Unternehmen zu arbeiten. Ja. Genau. Statt im Unternehmen permanent. Ja. Das machen halt viele Selbstständige, machen das ja falsch, dass die, oder was heißt falsch? Man gibt keine Richtung an falsch, aber die ersetzen praktisch nur ihren Chef und sind ihr eigener Angestellter. Und dann wundern sie sich halt, warum arbeite ich denn mehr als vorher? Und habe genauso viel oder vielleicht sogar noch weniger Geld auch lernen. Als vorher. Ich bin auch noch vollkommen, also in der Lernphase des Unternehmers, das ist ein neuer Job, ganz klar, ganz neuer Job.
Ich glaube, da bist du immer drin, egal wie lange du das machst. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich ausgelernt habe oder so. Ich sehe mich auch eigentlich mitten im Studium, ja, wenn man das so will. Und hoffe, dass da einfach noch ganz, ganz viel kommt, was ich noch mitnehmen kann, was ich lernen kann von eben meinen Interviewpartnern wie von dir und von vielen anderen, wo ich sage, wow, stimmt, das kann ich selber, ja, auch noch umsetzen. Definitiv, ja. Ich glaube, wenn man einmal glaubt, man hat ausgelernt, dann ist, glaube ich, ein ganz gefährlicher Moment. Da fällt mir der Witz der Golfer ein. Der größte Witz eines Golfers ist die Aussage, ich kann's. Ja, genau. Ja. Das versteht aber, glaube ich, nur jemand, der wirklich mal Golf gespielt hat. Absolut, ja, von daher. Genau, weil der Schlag danach dann wieder völlig anders sein wird. Genau. Jetzt hattest du vorhin auch gesagt, so von wegen beim Radrennen, du weißt, worauf es ankommt, du weißt, dass Schmerzen kommen werden, dass du auch irgendwann vielleicht mal ein Punkt ist, wo du sagst, oh, irgendwie habe ich gar keinen Bock, und dass du halt so mentale Tricks und Kniffe hast, die du da schon anwendest. Was machst denn du so im Alltag, wenn du einfach mal merkst, dass du mal irgendwie keine Lust hast? Dass heute, keine Ahnung, stehst auf und denkst dir auch irgendwie, keine Ahnung, mit dem falschen Bein aufgestanden, Scheißtag oder so. Wie schaffst du es, dich trotzdem aufzumachen? Gute Frage. Also manchmal gibt es auch Tage, wo man einfach sagt, dann bleibst halt liegen. Ja, das ist, finde ich auch wichtig, dass man viel oder auch mal in seinen Körper reinhört und sagt, ist das jetzt der Schweinehund? Wenn es das überhaupt gibt, sage ich jetzt mal, oder ist es die Komfortzone? Oder ist es ein wichtiges Signal, was du gerade bekommst, Richtung, beim Sport würde man sagen, Übertraining. Ich denke, das gibt's auch im Business, ist es Burnout sozusagen, ja. Also das manchmal ist es auch noch gut zu sagen, okay, dann bleibt die Arbeit eben liegen. Wenn sie wegrennt, ist sie eh erledigt, und wenn sie da bleibt, dann ist es vielleicht, vielleicht ist es nur wichtig, aber nicht dringend, oder nicht dringend, nicht wichtig, und diese ganze Sache. Ansonsten ist ein ganz klare Riesenmotivation meine Klienten. Mein Team ist eine Riesenmotivation, weil wir wollen wirklich etwas bewirken. Wir wollen uns ein Brand setzen, dass die Menschen sagen, okay, dort haben wir wirklich nachhaltig auch was davon. Und ganz, ganz ehrlich und unverblümt ist es auch mein Sohn, dem ich auf ein Stück weit ein Vorbild sein möchte, dass man nicht allen Versuchungen immer nachgehen soll, ja, egal welcher Natur das ist. Aber auch, dass ich ihm klar mache, du, wenn du Großes erreichen willst, und mit groß meine ich etwas, was so groß ist, dass du Angst davor hast, dann musst du dich auch bewegen. Weil die menschliche Natur oder überhaupt die Natur ist Dynamik, und von daher, also das klingt jetzt so philosophisch, so ist es gar nicht gemeint. Also natürlich, ich habe Tage, da habe ich keinen Bock. Ich spreche mir ganz offen, ja. Da, wenn ich unverblümt sage, da kotzt mich halt einfach alles an, ja. Du, da kommt's nicht, da funktioniert's nicht, da hast du vielleicht ein bisschen Finanzprobleme, da spinnt der Trainer, hier will der Klient nicht so. Ich meine, das ist ja, das ist Unternehmertum. So. Und aber manchmal heißt es auch einfach, ich habe in dem Langstreckenradfahren als Ultracyclist oder als Ultrabiker, wie auch immer das schimpft, gelernt, du musst ein Ziel haben und das Warum wissen, und dann wirst du jedes Hindernis überwinden können. Und was uns Ultrasportler von dem Durchschnittssportler unterscheidet, ist, ich glaube, wir haben einfach einen längeren Willen oder eine längere Ausdauer, an unserem Traum zu glauben. Ich sage ganz oft zu meiner Frau, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich bin nicht bereit aufzugeben. Ich bin es nicht. Die guckt mich immer mit Riesenaugen an. Ich finde das so faszinierend. Ich so, nee, ich will's nicht. Ich finde es nicht faszinierend. Ich will einfach nicht aufgeben. Das ist mein Traum. Und den lasse ich mir nicht durch irgendwas nehmen. Ja. Ich will nicht aufgeben. Bin ich nicht bereit. Ja. Ich glaube, das ist so der innere Motor, den ich habe. Cool. Ja, sehr geil. Also top. Also hast du auf den Punkt gebracht. Klasse. Stefan, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen, und deine Aufgabe besteht jetzt darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder in einem einzigen Satz zu antworten. Ja, ich versuch's. Okay? Nein, ich mach's. Los geht's. Genau, so ist das richtig. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu Angst werden? Angst vom Scheitern. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Mach es.
Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Die Leidenschaft für meine Mission. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Die Naivität, dass die anderen Menschen genauso leidenschaftlich sind. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Mit Ehrlichkeit und Authentizität. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Ja, ich hätte jetzt einfach gesagt machen, aber das ist es nicht. Das zu leben, was ich liebe. Ich glaube, das ist es, ja. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gern Kamingespräch führen und worüber würdest du mit der Person reden wollen? Da gibt's viele. Das wäre Gandhi, das wäre Steve Jobs, das ist Arnold Schwarzenegger. Über was? Über ihr Leben. Ich würde einfach wissen wollen, wie war's? Wie ist es? Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet einmal für mich. Einmal mehr aufstehen, als ich hingefallen bin. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Da muss ich Google. Also eine Website, eine App oder irgend sowas. Ich glaube, das ist wirklich Professor Google, weil das ist einfach genial, was man alles findet. Das stimmt allerdings, ja. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Das liegt gerade neben mir. Tools der Titan von Tim Ferriss. Worum geht's da? Es geht im Prinzip darum, was erfolgreiche Menschen für Gewohnheiten haben. Und Weltklasse, kann ich absolut uneingeschränkt empfehlen. Und ich habe erst ein Viertel von dem Buch gelesen. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Was ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch? Das ist ganz, der größte nicht. Einer der größten ist, finanziell sorgenfrei zu sein. Ja. Cool. Stefan, zum Abschluss des Interviews noch eine ganz spezielle Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Küss sie nicht, nein, Katsche. welche drei Tipps? Mach es, setz deine Träume noch höher an und verlass dich auf andere, denn sie werden dir helfen. Ah, okay. Also einfach ins Tun kommen, Dinge einfach zu machen, die man will, Träume umzusetzen und dieses Vertrauen einfach mal in andere zu haben. Da kommt schon der Richtige oder die Richtige, die mir dann letztendlich hilft und die mir den Weg zeigt. Glück hat der Tüchtige, sagt man, aber das Glück kann man auch auf eine gewisse Art erzeugen. Ich weiß noch nicht wie, muss ich sagen, aber ich bin einfach davon überzeugt, wenn du wirklich etwas willst, dann arbeitest du ja wie besessen, also positiv besessen an dieser Sache. Und das gibt solche Schwingungen in die Welt hinaus, dass irgendwann jemand vor dir steht, der dir da weiterhilft. Also Mein Held der Jugend war MacGyver. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Ja. Also, danke. MacGyver, das ist mein Hero der Jugend. Und in irgendeiner seiner Folgen hat er mal gesagt, wenn du irgendwann irgendwo irgendjemand schlägst, wird dich irgendwann irgendwo auch jemand schlagen. Und genauso im Positiven. Wenn du irgendwann irgendwo bla 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 bla, also das Ganze positiv. Und daher glaube ich wirklich an dieses Wunsch ans Universum. Ich bin halt im kompletten Gegensatz aufgewachsen. Also mir hat man, meine Eltern haben gesagt, verlass dich auf andere und du bist verlassen. So wurde ich erzogen und das hat mich viele, viele Jahre gehemmt. Ja, ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch locker eine ganze Stunde weiter über Thema Glaubenssätze und so weiter reden. Das glaube ich auch, aber ja, das ist genau dieser Punkt. Womit bist du halt aufgewachsen? Was hast du praktisch in deiner Kindheit mitgekriegt? Und wie viele Menschen gibt es, die solche Glaubenssätze eben nicht hinterfragen? Für die diese Glaubenssätze, die ungefragt übernehmen und sich dann wundern, ja, warum kann ich mich denn auf keinen verlassen? Warum kriege ich nie Geld? Warum, ne? Also
Aber das ist, das kennst du sicherlich, das ist so viel Arbeit, daran an sich selbst natürlich zu arbeiten. Boah. Klar. Da ist so ein Ironman echt einfacher. Ja, das, da bin ich bei dir, ja. Das glaube ich auch. Also ich denke auch, diese mentale Arbeit, eigene Gedankenmuster erstmal zu erkennen, ist schon mal ein riesengroßer Schritt. Ja. Und dann selbst, wenn man sie erkannt hat, die dann wirklich anfangen aufzubrechen und wieder neu zu programmieren, dass man eben das sagt, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, verlass dich auf andere und dir wird geholfen. Hm. Na, also das ist halt eine komplette Umprogrammierung. Ja. Klasse. Stefan, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Echt sehr coole Stories, die du hattest. Viele Goldnuggets wieder drin, die ich für mich persönlich auch wieder mit rausgenommen habe. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Ein Tipp, letzten Tipp. Zu den Goldnuggets, ne? So, was auch immer du jetzt raus in die Welt bringen willst. Völlig egal. Aufgrund meiner Erfahrung, und ich habe Erfahrung mit den besten Managern der deutschen Wirtschaft, und trotzdem kommt dieser Tipp: Gib nie, nie, nie deinen Traum auf. Niemals deinen eigenen Traum aufgeben. Das ist, glaube ich, das, ich habe so oft erlebt, dass die Leute keine Courage haben vor ihren eigenen Träumen, dass die vorher aufgeben. Scheitern ist super, aber aufgeben ist keine Option. Mhm. Also niemals, niemals deinen Traum aufgeben. Egal wie groß, wie unvorstellbar er für andere, dann soll es sowieso egal sein, wie unvorstellbar er ist. Gib ihn niemals auf. Niemals. Ja, perfekt. Das ist aus meiner Sicht einfach Nummer eins. Und wo kann man mich finden oder überhaupt? Die Geschäftsseite ist www.contigo-personal-training.de. Also Contigo ist Spanisch und heißt mit dir persönlich trainieren. Mhm. Also Contigo Personal Training. Und wer über mich als Athlet und dem aktuellen genialen Race Across America Projekt, was ich jetzt gerade wieder gestartet habe, mehr erfahren will, ist stefan-schlegel.com. Und natürlich mein Podcast, ne? Also ganz klar. Effizient, gesund, nachhaltig. Wenn ich jetzt nochmal hier so einen Werbeblock reinballer. Na logisch, dafür sind wir doch da, das kriegen wir hin. Perfekt. Podcast Nation, und du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 537 oder den Namen Stefan Schlegel ein und du kommst sofort hier auf die passende Seite mit allen Links. Und wir verlinken natürlich auch den Podcast vom Stefan. Hör auf jeden Fall mal rein, wenn es dir gefallen hat. Und ich denke, auch der Stefan freut sich garantiert, wenn du es cool findest, über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Auf jeden Fall. Genau, freut sich jeder Podcaster darüber. Cool. Also Stefan, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich und so weiter in Kontakt. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt denke immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.